Nee, Naturin schon wieder dran. Ich werde heute eine Lost Place Tour machen innerhalb von Bremen. Und das nicht allein, sondern mit It's Nico, mit dem werde ich mich zum ersten Mal treffen. Der kommt aus Wilhelmshaven und kommt dann gleich nach Bremen Hauptbahnhof. Und wir treffen uns beim ha Bremen Hauptbahnhof und dann fahren wir ein paar Haltestellen weiter und dann machen wir da Lost Place Videos, Ausschau halten nach Lost Places. Und dann genau das angucken. Das machen wir dann gleich. Also werde ich jetzt hier meinen Rucksack in meinen Wagen reinstellen, runterlaufen und danach zum Hauptbahnhof hinlaufen. Bis zum Hauptbahnhof brauche ich ungefähr knapp eine Stunde oder so. Und wenn ich dann dort angekommen bin, dann treffen und dann Lost Place Tour starten, das machen wir ja genauso. Also jetzt dorthin laufen, zum Bahnhof hinlaufen, Start kommt. So, ich bin draußen und jetzt zum Bahnhof hinlaufen, Start kommt. Da drüben, da ist dieser Bauhaus, wo ich schon mal diese Scharniere und die billigste Klappsackkarre vom Bauhaus gekauft habe. Genau, dieser Bauhaus ist das. Da laufe ich gerade schon wieder dran vorbei, weil da vorne ist eine Vollfettkreuzung. Und da vorne ist auch eine Vollfettkreuzung. Und das hier, das ist It's Nico. Moin Leute, was geht? Alles gut? Und ich werde jetzt scheißen gehen. Ich habe hier Toiletten gefunden und die werde ich jetzt voll scheißen gehen. So, ich habe gerade die Toilette voll geschissen und da war ganz viel Scheiße, Geruch mit Geschmack dran. So, ich werde jetzt eine Fahrkarte kaufen gehen und dann fahren wir mit dem Zug hier nach Uhlenschlebshausen oder wie das heißt. Genau, und dann dort suchen gehen. Dieser verschmierte Zug, der steht hier und wartet auf uns. Wir werden da jetzt einsteigen und jetzt dorthin fahren. So, wir sind ausgelaufen. Und jetzt erstes Lost Place suchen gehen. Das machen wir jetzt. Aber bevor wir ins Lost Place gehen, haben wir hier so ein Rewe gefunden. Ich werde da erstmal ein paar Bier kaufen gehen. Das werde ich jetzt machen. Ich habe Bier gekauft, dieses Mal Hasseröder und jetzt erstmal ein Bier trinken. Geburt. Und jetzt zum Lost Place hinlaufen, Start kommt. Guck mal, das da ganz hinten, da ist Objekt Nummer 1. Das ist dieser Lost Place. Aber hier, guck mal, hier ist überall abgesperrt und so weiter. Hier sind überall Zäune. Prüfen, ob man da irgendwas findet gleich. Dass man da rüberkommt, draufkommt. So, wir sind draufgekommen. Da war was offen gewesen. Und hier, guck mal. Da ganz hinten sind noch ein paar Leute. Und jetzt das angucken. So, man ist eingelaufen. Und guck mal, hier vorne, das sieht so aus, wie das da aussieht. Hier sieht das so gebrannt aus und sowas. So schwarz mit ganz viel dieser Ruß oder wie das heißt. Ruß mit Schwarz dran. Ich habe hier Toiletten gefunden. Urintoiletten. Hier vorne ist ein dreckiger Waschbecken. Hier vorne sind dreckige getrocknete Duschen. Dusche mit Dreck dran. Mit ganz altem Dreck. Badezimmer mit ganz viel Schrott dran. Hier vorne sind noch mehr Toiletten. Hier ist irgendwie so ein ganz leichter Uringeruch. Gläser. Gläsen. Raum mit Schaumstoff. Noch mehr Raum mit Schaumstoff. Schon wieder Raum mit Schaumstoff. Ganz viele Raumen mit Schaumstoff. Hier ist ganz viel Schaumstoff und sowas. Ich habe gerade auch schon gesagt, das hat ein bisschen Walking Dead Feeling, wenn man da so durchkommt. Scheiße. Ich versuche mal jetzt aufzustehen.
Was? Es hat den gleichen Effekt, als wenn man besoffen und schwer, wenn man sich dreht. Prost. Geprost. Also das hier vorne sieht voll verschmiert aus irgendwie. So durchgebrannt und mit ganz viel Papiere und sowas. Das sieht hier so verbraten aus und das riecht auch so verbraten. So, wir haben eben gerade dieses Haus hier angeguckt. Und jetzt, und darauf, dass wir das uns angeguckt haben, dieses Haus hier. Genau, dieses Haus. Werden wir jetzt in diesen Haus reingehen, um das anzugucken. So, wir sind jetzt in diesen Haus eingedrungen. Und das sieht so aus. Genau. Und da ganz hinten, da geht das doch viel weiter und so weiter. Und das werden wir gleich begutachten. Diese Stellen da ganz hinten, die da hinten sind. Ja, hier sind ganz viele, hier ganz große Räumlichkeiten und so weiter. Die hier so aussehen, wie die aussehen. Mit ganz viel Schrott halt dran und sowas. Und hier vorne sind schon wieder Duschen sind das, genau. Mit Dreck dran. Mit ganz altem Dreck dran. Das ist ein Lost Place mit ganz viel Dreck dran. Wenn man hier, also da kann ich mir jetzt gerade voll cool vorstellen, dass wenn man hier so eine Rampen baut oder so, dass man das hier als einem Skateplatz oder so benutzen könnte. Ja, Lost Place mit ganz viel Platz dran. So, jetzt aus diesem Gebäude rauszugelaufen. Hast du dein Ja. Meine Rolltasche. Die müssen wir auch noch rausmachen. Bierpower. 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 Genau, so hoch. Also guck mal. Wir haben hier das hier gefunden. Der sieht so hoch und fett aus. Ja, so viel Schrott hat das von außen. So, weil hier in diesem gesamten Grundstück hier dieser ganze Zaun ist. Und da drüben hier ganz viele Holzbalken da sind, die den Weg da rein versperren. Gehen wir zum nächsten Lost Place, glaube ich. Genau, deswegen gehen wir da jetzt dahin, um das anzugucken oder wie das heißt. Mit Augen. Hier. Ja genau, hier, das hier. Wisst ihr, was das hier ist? Das ist eine Voll-Alt-Lok. Der hat die Farbe von diesem Pullover, den ich vorher angezogen hatte. Und der jetzt ab von mir ist. Genau, diese Farbe hat dieser Voll-Alt-Lok. Also diese Lok mit Alt dran. Dieser Tank hier vorne, der sieht voll fett aus. Wir sind gerade durch diesen Tunnel hier von dort aus hergelaufen. Wir sind jetzt gerade hier bei diesem komischen McDonald's und wir werden jetzt hier einmal was zum Fressen holen. So, wir haben jetzt gerade McDonald's Fressen gekauft. Und wir haben hier eine Sitzbank gefunden. Und das heißt, weil wir das gefunden haben, weil wir genau auf dieser Sitzbank jetzt McDonald's Fressen in uns reinmachen. Oh Scheiße, hier,
Ghoul hat uns hierhin geschickt und genau hier sollte dieser nächste Lost Place sein. Und der sieht so aus, wie er aussieht. Hier mit diesem ganzen Staubberg drauf. Genau. Darauf, dass der genauso aussieht, wie er aussieht, werden wir nach einem anderen Lost Place recherchieren und gucken und hinlaufen. Guck mal, da vorne. Seht ihr das? Da sind Kabel da oben drauf. Auf diesen Ständer hier vorne. Guck mal, was da vorne rumfährt. Hier, diese ganzen Autos, die hier diese Abgasen machen. Ich habe vorhin auch Abgasen gemacht. Genau deswegen fahren die Autos hier rum. So, weil der nächste Lost Place ein bisschen weiter ist, werden wir hier diesen verschmierten Scheißbus nehmen. Und deswegen, der ist schon angekommen. Und deswegen dringen wir hier ein und wir sind drin. Und genau, und dann fahren wir dahin. So, wir sind jetzt hier an diesem Gröpeling dran. Wir sind hier in Gröpeling angekommen und hier werden wir jetzt, hier sind wir gerade dabei, umzusteigen. Und wir warten, bis hier dieses Straßenbahn 3 kommt. Und wenn wir hier in dieser Straßenbahn 3 eingedrungen sind, dann noch ein paar Haltestellen fahren und dann sind wir angekommen. Wir haben die Straßenbahn 3 oder was da oben drauf steht, gefunden. Genau, da werden wir jetzt einsteigen und dahin fahren. So, wir sind von das hier ausgelaufen und jetzt fährt das hier gerade weiter und jetzt gelaufen wir zu diesem anderen nächsten Lost Place, wo wir dann gleich hinlaufen. Genau, da laufen wir jetzt hin. Guck mal, diese Fässer da vorne, die sehen voll fett aus, weil die hier so hoch sind. Deswegen sehen die so fett aus und genau, so groß und riesig. Als wäre, ob die so richtig hoch wären. Und das sind sie auch, glaube ich. Zumindest sehe ich das genauso, dass die so hoch sind. Das hier, das sieht genauso aus, wie das hier aussieht. Mit Sonne in Farbe Orange. Guck mal, wir haben diesen Lost Place da vorne gefunden. Der steht da rum. Und du Scheiße, weil hier überall Zaun ist, gehen wir da jetzt nicht rein und wir gehen irgendwie zum Bahnhof ungefähr. Genau, diese Richtung laufen wir jetzt hin. So, weil das fußläufig zu knapp wird, wegen Nico. Genau. Weil der muss ja seinen Zug erwischen. Stehen wir jetzt hier rum, da wo hier diese ganzen Gleisen sind. Weil da Gleisen sind, fährt da gleich ein Zug dahin. Also hierhin, der hält dann hier. Also ein Straßenbahn, ja genau, das heißt das. Diese komische Straßenbahn, die kommt schon an. Die fährt da vorne und die bleibt hier gleich stehen. So dass wir da gleich einsteigen tun. Das wird jetzt wirklich gemacht. Schweinen gefunden. Mit hier ein voll Fettschwein mit hier ganz dünne Schweine. Und hier vorne sind noch mehr Schweine. Und guck mal, da vorne steht dieser verschissene, dreckige Hauptbahnhof dran. Also da ganz hinten. Also da wo jetzt mein Kopf dahin bewegt. Ja, da steht dieser Hauptbahnhof dran. Hier, weil das doch ungefähr eine knapp halbe Stunde dauert, bis Nico sein Zug kommt. Weil hier Nico sein Zug etwas Verspätung hat und wir eine halbe Stunde oder knapp eine halbe Stunde hier noch rumwarten, sind wir gerade dabei, das letzte Bier zu trinken für heute Abend. Geprost. Geprost. Zum Bier trinken. Abschlussbier, bevor der Tag dann gleich zu Ende kommt. War ein nicer Tag. Guck mal, da vorne Zug kommt. Und das ist nicht mein Zug, sondern das ist hier. Mein Zug. Von It's Nico sein Zug. Der verlässt mich jetzt.
Und der fährt nach Hause. Okay, hau rein, Bro, ne? Okay, hinhauen. So, ich bin schon wieder zu Hause angekommen und man sieht, nächster Tag ist angebrochen. Das liegt daran, dass mein Akku von der Kamera alle war. Und ich hatte sowieso nicht mehr so viel zu filmen gehabt. Ich glaube nur, wie ich kurz auf der Straßenbahn gewartet habe, dann wie ich mit der Straßenbahn gefahren bin und so ein paar Abschlussworte von zu Hause aus. Aber wo ich dann zu Hause angekommen bin, da war ich irgendwie müde gewesen, so habe ich direkt pennen gegangen. Und deswegen mache ich jetzt den Abschluss. Jetzt am nächsten Tag, nachdem ich gepennt habe. Und zum Thema mein letztes Video. Einige fanden das gut, andere wiederum fanden es überhaupt nicht gut. Und wieder andere habe ich irgendwie damit richtig vergrault gehabt. Ich glaube, ich hatte noch nie so viele D-Abos gehabt wie nach diesem Video. Hätte ich so überhaupt nicht damit gerechnet, wenn man einfach nur seine eigene offene Meinung sagt. Klar, Corona, mit Corona ist nicht zu scherzen und es ist ein absolut ernstes Thema. Aber ich empfinde auch, weil ich das halt persönlich halt so sehe, dass die Schäden, die durch die Maßnahmen entstehen, ebenfalls absolut nicht außer Acht gelassen werden können. Und ich das halt in diesem Sinne einfach nur kritisch sehe. So, ich könnte das natürlich jetzt richtig heiß diskutieren, aber möchte ich gar nicht, weil scheint wohl nicht gut anzukommen. So, nun damit ihr Bescheid wisst, dass von mir kein weiteres direktes Video mehr kommt, was Kritik gegenüber politischen Maßnahmen betrifft. Und dass ich hier einfach weiterhin meinen gewöhnlichen Content mache. Genau. Hier, das war voll cool Tag gewesen. Diese Lost Place Tour. It's Nico habe ich unten in der Beschreibung verlinkt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer verschissener Natururin. Und meine selbstgebaute Dusche, die montiere ich auf diese Wasserflasche drauf. Hier einfach auf diese Wasserflasche drücken und dann kommt diese Duschfunktion zum Naturduschen.